keine Arbeit, ist mir egal. Herzlich willkommen zu einer weiteren Part von Yu-Gi-Oh! GX Tag Wars 2. Yeah, Freunde, und dieses Mal müssen wir wirklich noch ein paar Schicksalskarten ziehen, da wir im letzten Part ja wirklich oft verloren haben, meine Freunde. Es ging ja um die Ehre, meine Freunde. Und deswegen habe ich auch so oft gegen den Typen da angetreten. Würde ich mal... Ach, scheiße. Naja, dann versuchen wir unser Glück mit den Anfängerzauberkarten. Vielleicht ziehe ich ja schwerer Sturm, was ich überhaupt nicht glaube. Aber Stahlkäfig! Bombe! Okay, warte, Moment. Oh. Gut, gut, gut. Passt schon wieder. Also mein Ohr war irgendwie nicht schön. So, keine Ahnung, wie ich das jetzt erklären soll. Ist auch egal. Also wir haben auf jeden Fall Stahlkäfig. Das könnte man als Ding benutzen. Auf jeden Fall als Schutz. Dann würde ich sagen, tun wir diese Rückkehr des Kriegers der Karte weg. Und holen uns auf jeden Fall, also der lebendig heimkehrende Krieger, tun wir weg. Und holen dafür die den Stahlkäfig. So, Stahlkäfig, genau hier ungefähr. Sehr schön. Dann haben wir wenigstens eine gescheite Destiny Card. Da kann ich zwei Runden lang erstmal Schutz aufbauen. So, schön. Keine Arbeit, ist mir egal. Erstmal egal. Egal. Ach, das ist so geil, das Lied, ey. Search mit Kasim Akbor. Das ist der Typ, der ist mir egal gesungen hat. Das ist eine Lied da. Das kennt ihr bestimmt. Ich weiß es nicht. Also ich denke schon, dass es relativ bekannt ist. Und ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Wie die lacht. Die Kami lacht so voll behindert. Wollen wir gegen die ein Duell machen? Gegen die haben wir noch gar kein Duell gemacht von hier. Na gut, machen wir noch ein Duell jetzt. Nur wenn du es so siehst, muss ich mit dir duellieren, schätze ich. Ja, das musst du auf jeden Fall. Boah. So. So, Stein. Schlägt, Stein schlägt Schere. Ja, so ist das, meine Freunde. So ist mein Schluck Cola. Und eine Sache noch, und ich fand den letzten Part, also von der, wie ich das gemacht habe. Ich habe immer gespult und so weiter. Das fand ich irgendwie ein bisschen blöd. Das werde ich jetzt in diesem Part jetzt nicht mehr so machen. Weil es geht für mich selber auch viel zu schnell. Und das ist viel chilliger so. Dann seht ihr wenigstens was. Wisst ihr? Weil so wie ich im letzten Part das gemacht habe, hat man wirklich fast nichts gecheckt. Und wir machen das einfach so ganz langsam. Ja, so langsam, Freunde. So, erstmal das hier verdeckt, das hier verdeckt und, ja, 1700. Dann heißt es, machen wir lieber die Defender-Karte verdeckt und, ja, beenden unser Zug. Sieht nicht so aus, als würden wir was anderes machen können. Also, ich hätte auch Diamond Dude spielen können, aber was bringt er mir jetzt? Bringt er null. Weil der hat ja weniger ATK oder weniger Def überhaupt. Also, was will er tun? Böser Lol, was ist. Wieso hat die solche Karten, Mann? Naja, greif ruhig an, Mann. Greif ruhig an, du dumme Kuh. Ja. Akzeptier deine Niederlage, aha. Und greif meinen Defender an. Mhm. Du hast 1500 verloren, einfach mal. Bist du dir immer noch sicher, dass ich verliere? Okay, naja, ist auch egal. Sobald Gefängnis-Uhrturm 4 Uhrzählmarken hat, werde ich die nächste Gefängnis-Uhrturm-Karte spielen. So, jetzt erstmal Effekt von Diamond Dude. Oh, scheiße, ich hätte... Oh, hätte ich diesen Effekt jetzt nicht aktiviert, ne? Dann hätte ich jetzt ewige Furcht gezogen. Ach, das ist jetzt scheiße, ne? Ich hätte eigentlich ziemlich coole Karten ziehen können. Aber nee. Ist ja scheiße. Da muss ich halt nochmal zwei Runden warten. Gut, die kann wenigstens. Die kann eine Karte ziehen extra. Das ist auch ein bisschen scheiße. Und nicht schwerer Sturm.
Also auf jeden Fall angsteinjagendes Gebrüll. Dann kann ich erstmal nicht angegriffen werden. Keine Arbeit, ist mir egal. Okay, nochmal verrückter Hummer mitgespielt. Gut, ich mag nämlich Hummer. Also, doch, doch, doch. Also, sehr lecker sind die auf jeden Fall. Die echten Hummer hier. Und, ja, Verstärkung für die Armee. Können wir machen. Danach kann ich mein Deck mischen. Das ist schön. Dann ist die nicht, dann ist die Karte nämlich nicht ganz unten. Weil Diamond Dude macht es, wenn es keine Fall, wenn es keine normale Zauberkarte ist, ganz unters Deck. Und das ist blöd. Was wäre eine gute Sache? Discommander, würde ich mal sagen, oder meine Frau, ne? So, dann Gefängnis-Uhrturm. Haben wir schon mal gesehen. Baums und Diamond Dude Effekt. Oh, schön, Schicksalsgeist. Aber ich glaube nicht, dass wir die aktivieren können. Und das ist meine Verteidigung. Und Endphase. Keine Arbeit, ist mir egal. So, erste Uhrzählmarke. Das ist ein bisschen blöd, dass sie immer zwei Karten ziehen kann, so gesehen. Weil die darf ja nochmal in der Standby-Phase noch eine Karte ziehen, wegen Defender. So, was ist diese Karte, die sie beschworen hat? Wenn du ein... Ah, das zählt als zwei Monster, wenn man für ein... Also wenn man das für eine Wasser... Attributmonster opfern will. Okay, das ist interessant, meine Vorrader. So, Discommander. Ach, dieser Schicksalsgeist bringt mir ja gar nichts, ey. Hat mir gar nichts gebracht. Ihr wisst, dass wir sie nächste Runde aktivieren hätten können, aber ich geht ja nicht, weil... Was willst du tun? Was willst du da aktivieren, Vorrader? So, was beschwört der... Was beschwört die? Feuerkrake. Ist ein Aqua und ein Feuermonster. Ja, macht Sinn. Richtig Sinn. Sinn gesucht, meine Freunde. Okay. So, jetzt hoffentlich ziehen wir vier Monger oder sowas. Das wäre schön, aber wir ziehen noch einen Defender. Ja, von mir aus. Dann verliert die Alte noch mehr Lebenspunkte, wenn sie den angreift. Wegen... Differenz, Defensive und so weiter, Florida. So. Ah, Gefängnis-Uhrturm ist gleich auf 4. Schön, schön, schön. So, die kann natürlich immer eine Karte ziehen. Das ist ein bisschen blöd. Wieso hat die solche schwachen Monster? Die ist doch Obelisk Blue. What the fuck, Alter? Ich verstehe den Fall überhaupt nicht, Mann. So, hier verlierst du sau viel Lebenspunkte. Finde ich Knolle. 1450, Alter. Ich meine ja nur. Da muss man ja irgendwas falsch machen, oder? So, bodenlose Fallgrube ist mir egal. So, jetzt hoffentlich haben wir... nee, wir haben ja sicher auf jeden Fall die vierte Uhrzählmarke. Außer sie hat mystische Raumtaifun. Aber hat sie nicht. Anscheinend. Und sie darf noch zwei Karten ziehen. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt darf sie sogar drei Karten ziehen, meine Freunde. Aber scheint so, als würde sie gar nichts machen können. Keine Arbeit, ist mir egal. Egal, ist mir egal. So, Diamond Dude. Effekt aktivieren. Oh, nice, das ist jetzt schön. Endlich mal eine gescheite Zauberkarte. Und jetzt erstmal den Typen angreifen, WoW-Krieger. Ach, natürlich Spiegelgräber. Ja, naja. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Wenigstens hat sie keine Spiegelkraft mehr. Das ist schön, das ist schön. Das ist wirklich schön. So. Ich bin mal gespannt, ob sie wirklich ein stärkeres Monster hat als mein Defender. Schauen wir mal, ne? So, die darf noch eine Karte ziehen. Okay, interessant. Aber sie hat einfach gar nichts. Nein, sie hat überhaupt nichts, was... Defender zerstören könnte. Naja, so. Dann auf jeden Fall erstmal Verstärkung für die Armee aktivieren. Genau. Jetzt kann ich vier Monger holen. Schön, schön, schön. Und dann kann ich das Commander beschwören. Schöner Plan, ne? Ach, ich feiere das so sehr. So, dann komm.
Keine Arbeit ist mir egal. Egal, ist mir egal. Egal. So, dann zieh deine zwei Karten. Ist mir egal. Okay. Ich hör auf damit. Zu reparieren, kennt ihr ja wahrscheinlich auch schon. Ich darf jetzt zwei Monster mit, also vom Typ Wasser unter 1500 ATK holen. Vom Friedhof. So, jetzt greifst du natürlich meine vier Monger an. Weil Defender kann sie ja nicht zerstören mit so schwachen Monstern, Alter. Richtig schwache Monster, Alter. Jetzt muss ich. Oha! Du musst vier Karten ablegen, ey. So, vier Monger, cool, ich kann das Commander jetzt rufen. Und ich kann sie sogar gleich alle drei opfern für Dogma. Wie cool. Einfach nur Bombe, Mann. Keine Arbeit, ist mir egal. Opfern für Dogma. Plasma haben wir schon mal gesehen, aber Schicksalsheld Dogma haben wir noch nicht gesehen, oder Freunde? Die ist eigentlich richtig geil. Sie halbiert einfach mal in der Standby-Phase die Lebenspunkte des Gegners. Was richtig nice ist. So, ach, leck mich doch. Das ist jetzt scheiße. Das ist nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool, mein Freund. So, Diamond Dude. Scheiße. Also, ich kann auf jeden Fall fast nichts machen. Weil gegen Schwerkraftbindung komme ich hier nicht weg. Ich habe nämlich keinen schweren Sturm. Ich habe keinen mystischen Raumtaifun. Rein gar nichts habe ich. Das könnte schwer werden. Aber auf jeden Fall werden ihre Lebenspunkte jetzt erstmal halbiert. So, jetzt greift sie in meinen Diamond Jutern. Von mir aus. Ich bekomme ja keinen Schaden. So, verräterische Schwerter, als ob ich angreifen könnte, aber von mir aus machst du das, du blöde Nudel. So, Mauer des enthüllenden Lichts bringt mir jetzt auch nicht viel mehr. Endphase, würde ich sagen. Alter, was will ich. Wie will ich jetzt aus dieser Situation rauskommen? Schwerkraftbindung. Das könnte schwer werden, meine Freunde. Schwerer Sturm haben wir nicht. Wir haben kein mystischer Raumteil. Wir haben aber Staubtornado, glaube ich, aber. Ne, haben wir auch nicht, ne? Stimmt, das haben wir nicht. Stimmt. Wie bringen wir ihr Schaden? Wir können die nicht angreifen, das ist klar. Okay, von mir aus bin ich vollkommen zufrieden damit. Dann kann ich nämlich Dreadmaster rufen. Jetzt bekommt sie keinen Kampfschaden mehr, ne? Genau. Das ist jetzt echt mies. Das ist einfach nur eine miese Kombo, Mann. Das ist so eine miese Kombo. So, jetzt hat erstmal Dreadmaster 3400 ATK. Und jetzt dürfen wir noch zwei Schicksalshelden rauf beschwören. So. So. Wir bringen sie einfach decktot, würde ich sagen. Indem sie nämlich jeden Zug zusätzlich eine Karte ziehen darf. Finde ich Knolle. Wenn wir sie nicht angreifen können, dann bringen wir sie decktot vorne. So, jetzt könnten wir auch Plasma rufen. Das wäre nicht mal so eine blöde Idee. So, erstmal Schicksal ziehen. Keine Arbeit ist mir egal. So, Gefängnis-Uhrturm. Jetzt kommt ein legendärer Ozean weg. Tornado-Wand ist jetzt nicht mehr gültig. Das ist auch wohl nice. Oh, Madiko. Okay, irgendwie müssen wir Schwerkraftbindung loswerden. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie wir das machen. Das ist schwer. Das ist schwer.
Also, ich könnte ja Plasma auf jeden Fall rufen, das ist klar. Aber wir lassen es jetzt einfach dabei. So, dann setzen. Wir haben jetzt vier Monger noch hier. Dann, wenn das zerstört wird, rufe ich einen Defender noch dazu. Dann soll sie durch Decktod sterben. Ist mir völlig egal. Von mir aus, ey. Also wenn es nicht anders geht, dann muss man es halt so machen. So, Schicksalssignal will ich jetzt nicht machen. Und ja, das kommt einer ganz von mir auch raus an, von mir aus auch angreifen. So, Schicksalssignal, vielleicht habe ich noch einen Viermonger, wäre cool. Und nee, ich habe sogar einen Defender. Nice. Dann rufe ich den Defender noch auf und hol noch einen Defender. Von mir aus, das habe ich auch in meinem Blatt. Dumm. Diese Karte ist eigentlich ziemlich nice sogar. Doch, doch, die ist ziemlich nice. So, dann wird es erstmal gültig gemacht. Und jetzt kommt noch ein Defender. Da musst du jetzt drei Karten zusätzlich ziehen. Wie nice. So, anders geht's nicht, Freunde, sonst lernt sie nichts. So. Anscheinend kann ich sie nur durch Decktod besiegen, weil anders lässt sie sich nicht an sich ran. Mit Schwerkraftbindung. Also habe ich die einzige Möglichkeit, Decktod. Genau. Zieh noch eine Karte und zieh noch eine Karte. Mir aus. Das geht von mir aus in Ordnung. Verstehst du? Tornado-Wand hat sie nochmal. Okay, interessant. Ist eigentlich eine ziemlich nice Karte. Also, ich habe nichts dagegen. Im Gegenteil. Sie hat sogar dreimal. Weil sie hat es gerade eben abgeworfen. Und ihr seht, sie hat es dreimal. So, Endphase. Wir machen lieber nichts. Wir machen nichts. Wir lassen sie einfach in Ruhe. Drei Runden lang, bis sie irgendwann decktot geht. Also die muss wenigstens, die muss, wenn ich richtig liege, jeden Zug vier Karten ziehen auf jeden Fall. Und wenn sie halt nichts Gescheites macht, hat sie selber Pech gehabt. So, jetzt hat sie nur noch fünf Karten. Von mir aus Stahlkäfig. Also ihr Deck ist ja richtig scheiße einfach nur. Ich meine ja nur, sie hat einfach gar keine Opfermonster. Endphase, ich opfer irgendeine Karte, ist mir egal, von meiner Hand. Deja. So, oh, oh. Also ich glaube, sie hat auf jeden Fall in der nächsten Runde verloren. Das ist klar. Weil sie muss ja noch extra drei Karten ziehen. Sie muss. Wenn sie keine hat, dann hat sie natürlich verloren, Freunde. So ist das, meine Freunde. Und wir haben gewonnen, Freunde. So, jetzt wird sie gezwungen, eine Karte zu ziehen und hat verloren. Ja, nice. Wir haben trotzdem noch gewonnen, obwohl wir nicht an sie rankommen. Oh, verloren. Schön, schön. Ich gewinne, dein Deck ist zu schwach. Du kaufst lieber viele Packs. Okay, wieso denkt sie, dass sie gewonnen hat? Ich habe keine Ahnung. Naja. So, dann kaufen wir uns erstmal ein paar Anfänger-Zauberkarten. Bis wir schwerer Sturm haben. Die ist ziemlich wichtig. Die ist sehr, sehr wichtig, Freunde. So, haben wir es. Rückkehr der verdammten Einheitsangriff. Was ist das denn? Wird aktiviert, indem du ein aufgedecktes Monster auf deinem Feld auswählst. Während der Battle Phase dieser Runde wird der Attack des um die Summe aller Aufgedeckten erhöht. Die in Angriff. Dieses Monster kann im Kampf keinen Schaden an deinen Gegner anrichten. Okay. Eigentlich eine ganz coole Karte. Die ist scheiße. Dimensionskapsel nicht schlecht.
Nochmal Stahlkäfig gezogen, nice. Habe ich eine gescheite Karte bekommen. Wie sieht's aus? 82%. Sangai würde auch ziemlich cool in mein Deck passen, aber wir wollen ja die erstmal bis Reisenattribut und schwerer Sturm haben. Sonst machen wir jetzt nichts Großartiges. Und ich würde sagen, was machen wir jetzt? Wir gehen einfach mal rumspazieren in Florano. Am Strand gab es noch irgendein Spiel. Irgendein Minispiel. Junge, die Brise fühlt sich gut an. Ja, das ist sehr schön. Gibt es hier noch was? Hier gibt es ziemlich viele Leute. So. Willst du einfach einen Professor und einen Spezialkurs nehmen? Ja, großartig, das ist die richtige Einstellung. So, was war das für ein Spiel? Ich habe kein Survival Dodgeball. Das war cool! Das erinnert mich voll an Worms oder sowas. So, jetzt dürfen wir nämlich einen Ball auswählen und wir müssen einfach die gegnerischen Dinger töten. Also die ganzen Gegner hier. So, Bowlingkugel ist eigentlich am geilsten. So, das ist einfach nur nice. Scheiße. Die haben nicht viele Leben, damit ihr Bescheid wisst. So, Tennisball, da darf man auf jeden Fall mehrere. Die haben auch, also die, je nach Ball, wen du auswählst, die haben immer andere Effekte. Es ist je nach Ball unterschiedlich. Also völlig egal. Und diese Bowlingkugel ist einfach nur am stärksten, weil ihr habt gesehen, die geht ja durch Wände und so. Habt ihr ja gesehen alles. So, Wurfball ist ein normaler Ball, Rugbyball, ich glaube, der ist ein bisschen, der prallt noch ab, Sahnetorte, der Gegner kann nächsten Zug nicht mehr angreifen und Bowlingkugel ist echt am besten vorne. Nein! Scheiße! Die können wir doch irgendwie besiegen vorne. Okay, das war dumm. So, Sahnetorte und ich hoffe, du triffst. Leider nicht. Das ist eigentlich ein ziemlich cooles Spiel, also ich mochte das wirklich sehr. Das ist ziemlich, ziemlich nice. So, das war knapp. Also die Bowlingkugel seht ihr auch, das ist echt schwer mit der irgendwas zu machen. So, das war dumm. Die haben sich selber gefickt. Nice. Nice, Bro. So, wir haben 3421 Punkte. So, Saint Truesdale. So, dann mache ich lieber den Rugby Ball. Der ist ein bisschen leichter. Und scheiße. Nein! Ach, fickt euch doch. Dumm. Nice. So, ziemlich viele Punkte bekommen. So, Bowling. Das war dumm. Aber ist auch ein bisschen schwer mit der Bowlingkugel. Oh nein! Alter, wie fies. Die haben uns sogar getroffen, Alter. Okay, gut, 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 gut. Nein, 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 nicht mich treffen. So, oh mein Gott, bin ich blöd! Ach, fickt euch doch! So, ich spiel nochmal. Rugby. Gut, 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 gut. Ach, fickt euch doch mal. Ja, klar. Was machst du? Vollhorst. Oh, ist der blöd, der Esther, ne? Spaß. Jetzt dürfen die zweimal hintereinander, Mann. Och, Esser, du Vollidiot, ey.
Ich hoffe, du machst es wenigstens wieder gut. Gut, du hast jemanden rausgekickt, aber das macht dich lange noch nicht zum Boss. Alter! Hat dir nichts gebracht. Okay, ich bin mal gespannt, ob er irgendwas reißt, der Pisser. Okay, könnte gut sein. Oh, nice, sauber, Junge. Zwar nicht viele Punkte, aber Kopf hoch. So, Bowlingkugel. Genau, perfekt. Nice, wir haben Zane Truestell rausgehauen. So, hoffentlich triffst du ihn auch noch. Ach, scheiße. Der hat ihn nicht getroffen, das ist natürlich scheiße. Okay, er trifft uns beide nicht. Sehr schön. Da würde ich jetzt sagen, wieder mal... Oh, eine Bowlingkugel mal nach vorne. Ach, das ist dumm. Aber Esther ist danach dran, das ist schön. So, ich hoffe, du triffst ihn. Schön! Er darf jetzt nicht angreifen. Ach, komm schon. Hoffentlich trifft ihn wenigstens Esther Phoenix und... Sieht nicht so aus. Schade, Marmelade. Ist er immer noch gefangen? Okay, sehr schön. Okay, scheiße. So, Esther, komm. Mach was Gescheites, meine Bruder. Okay, das ist echt nicht so einfach, Freunde, wie ihr denkt. Aber ein ganz cooles Spiel eigentlich. Doch, doch, doch. So, So ungefähr, oder? Nee, das war viel zu krass. Ah, schön! Gleich mal wieder getroffen. Einfach mal gleich getroffen. Cool. So. Wurfball. Also ihr seht, es geht nicht nur ums Duellieren. Es gibt hier schon eine Menge andere Spiele. Ach, komm schon! Oh, nice! Ach, scheiße. Wir treffen den Typen einfach nie. So, Jetzt müsste es ungefähr sein, oder? Ach, immer noch viel zu schwach. Ich glaube, so wie Esther es gemacht hat jetzt. Ja, ein bisschen zu krass, oder, meine Freunde? Kann auch nicht sein. So, komm. Jetzt müsste es mal sein, oder? Geht doch! Meine Fresse. Schön, schön, schön. So, gleich mal den die Bowlingkugel spielen. Und Bärms! Scheiße! Viel zu hoch, Mann! Fotze! Okay, die haben uns nicht getroffen, zum Glück. Finde ich Knolle. So trifft er die wenigstens. Oh, komm schon, ey! Nein, 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 nein. Wen hat er jetzt getroffen? Mich? Mich auch oder was? Willst du mich verarschen? Das war dumm. Dumm. Ja, aber der wollte anscheinend sterben, oder? Das ist so fies jetzt. Ja, komm jetzt, ey. Ja, bin ich jetzt endlich mal befreit irgendwann? Ja, ich bin befreit, sieht so aus. In der nächsten Runde können wir auf jeden Fall wieder spielen. Okay, scheiße, scheiße. Gut, 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 gut.
So. Jetzt büßt das mal, du Penner. Nice! Getroffen, aber richtig in die Fresse, Alter. Wieso bekommen wir so wenig Punkte? So, dann weiter. Ich würde sagen, Bowlingkugel. Und mit voller Pulle. Schön Ruin raus ruiniert. Ich habe Ruin ruiniert, Freunde. Ruiniert. Yeah. Dumm. So, No, Rugby Ball. Bowlingkugel. Scheiße, ich muss ein bisschen mit mehr Volldampf schießen. Werfen. Oh nee. Das war echt wieder. Das war wieder knapp. Das war eine knappe Sache. Okay, er hat uns getroffen, der Wichser. So, Nein! Das war aber knapp wieder. So, komm. Treff du ihn bitte. Junge, treff den doch mal, du Penner. Okay, wir haben verloren. Nee. Sauber, Junge. So, Bowlingkugel. Mann! Bitte triff ihn. Homo. Du bist doch ein richtiger Homo. Hurensohn. Boah, kann ich nicht irgendwie hier gewinnen, du Wichsfresse. Scheiße. Na komm, Alter, Hurensohn, ey. Kannst du gleich verlassen gehen. Ich möchte verlassen, Mann. Ich möchte verlassen, Hurensohn. Okay, wir haben es doch gewonnen. Meine Fresse. So. Das ist scheiße, Mann. Komm, Esther, zeig mal, was du drauf hast, Bitch. Okay, nicht schlecht. Okay, das ist ein bisschen blöd. Fotze! So, komm. Ach, Mann! So, das ist scheiße, ey. Mann, das regt mich so auf, ey. So richtig regt's mich auf, Alter. Boah, das regt mich auf! Fotze! So, werf sie mal ab, man. Geht doch, diese Fotzen, Alter. Geh mir so auf die Schnauze. So, let's go. Okay, das war auf jeden Fall knapp. Die sind ganz hinten. Okay, keine mal so schlechte Idee. Oh, nice, sauber, Junge. Sauber, Digga. Was wäre ich nur ohne dich, Mann? So, jetzt haben wir richtig Highscore-Bonus. Nein. Was passiert jetzt? Ach, wir haben immer noch viel zu schlechten Score.
Okay, Freunde, wir haben einen ziemlich schlechten Score. Das heißt, wir müssen da ziemlich viele Punkte erreichen, scheinend. So, Neffen ist am Treffen. Wahrscheinlich nicht. Vollidiot. So, allein bist du tot, glaube ich mal. Hoffe ich mal, dass du triffst. Erster Phoenix, sauber, Junge. Sauber, Kollege. Nice! So, 6380. So, nee, ich will den Rugby Ball. Genau! Awesome! Habe ich auf jeden Fall Sunny getötet. Finde ich super Knolle. Okay, er hat zum Glück nicht, Esther Phoenix getroffen. Was ich schön finde. So, Esther Phoenix trifft, aber ihn! Jawohl! So, wir müssen ziemlich schnell gewinnen. Da bekommen wir auch mehr Punkte, Freunde. Seht ihr ja? So, 13.340, Freunde. Ist nicht mal so wenig. So, Rugby. Nice! Okay, wir haben auf jeden Fall wieder jemanden rausgehauen. Okay, das war eigentlich dumm. So, Esther, mach was. Okay, cool. Wenn du ihn jetzt triffst, dann ist es sehr nice. Aber was machst du, Fotze? So, Tennisball, würde ich jetzt sagen. Genau. Viel zu wenig Schwung hier. Okay, du bist dran, Esther. Zeig, was du drauf hast, Bitch. Doch keine Sahnetorte, Alter. Boah, ich mache immer noch viel zu schwach. Alter! Das wäre mies. Okay, Esther, ich glaube nicht, dass sie... Oh! Das war nice, Brudi. So, dann mach mal... Rugby. Okay, ich glaube, wir haben ihn getroffen. Yes! Bitch! Dann haben wir jetzt 20.000 Punkte, hoffe ich mal. Nee. 17.000 aber. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. So, dann nochmal Berms. Tennisball. Okay, nice. Ich hoffe, ich treffe die wenigstens. Nein, Mann, das kann doch nicht sein, ey. Fotze. Ich glaube, wir treffen... Oh, zum Glück nicht Esther Phoenix. Rugby ist nicht schlechte Idee. Keine schlechte Idee, Mann. Sauber, Digga! So, 22.000. Ich glaube, 100.000 ist sehr, sehr gut. So, Das ist jetzt scheiße, aber ich muss irgendwie... Ja, so. Das ist ja scheiße, Mann! Was willst du denn da tun, du Hurensohn? Meine Fresse, geht das mir auf die Eier. Ja, echt geil! Geile Position hatte ich da! So ein Schrott. So eine Schrottscheiße habe ich noch nie gesehen, ey. So, letztes Mal. Wenn wir da nichts, wenn wir da nicht über 100.000... Nee, ich will ja nicht 100.000 schaffen, aber... Fickt euch doch, Alter. Fickt euch doch, die Missgeburten. Ja, das Spiel macht mich aggressiv. Ich glaube, ich breche das gleich mal ab. Ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich glaube, ich habe aber ziemlich viele DP bekommen. Ja, komm, töte mich doch, du Wichser! Och, diese Nervensägen! Die gehen so richtig auf die Eier. So, Rugby. Ach, wir sterben dadurch gar nicht mal.
Wir müssen auf jeden Fall das zu Ende spielen, sonst geht's nicht. Das ist richtig scheiße! So, gut. Passt doch. Passt, passt, passt. Gut. Ist mir scheißegal. So. Ich will abhauen. Okay, er ist auf jeden Fall böse auf uns gewesen, der Esther Phoenix. Auf jeden Fall sind wir... Im nächsten Part, meine Freunde. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Part von Yu-Gi-Oh! GX Tech Force 2, meine Freunde.